Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder euer Avenger und ja, ich wollte einfach mal zeigen, hey, ich lebe noch. Ja, ich habe schon lange kein Video mehr hochgeladen. Ich weiß ja, wegen Weihnachtsstress und so, ihr wisst ja, Koch und so, nicht? Dann Weihnachtsgeschenke einkaufen, Weihnachtsmärkte besuchen, dann kommt hier mal so eine kleine Weihnachtsfeier von sämtlichen Vereinen im Betrieb. Keine Ahnung, Geburtstag von meinem Bruderherz, was natürlich das Highlight war letztes Wochenende. Diese Woche Dienstag. Auf jeden Fall mega geil. Ja, ich habe mir auch mal überlegt, mal ein anderes Format für euch auszuprobieren. Ihr seht ja schon im Hintergrund, da ist kein Greenscreen, kein nichts. Ich wollte da mal so eine Wand aufstellen, so aller Klängern, versteht ihr? Das heißt jetzt nicht, dass es ein Format klaue oder so, sondern einfach mit der Webcam ist es einfach mal, wenn du Zeitmangel hast, echt viel, viel einfacher ein Video aufzunehmen und hochzuladen und zu schneiden, weil mit der Kamera muss der Stativ aufbauen, dann musst du ein Video aufnehmen, dann musst du das Ganze wieder auf den PC ziehen, ne, es geht so in den Anschlag. Gut, aber so viel dazu zu den neuen Infos. Ich komme jetzt erstmal zu den Themen, die mich so richtig anwichsen heute auf YouTube. Und nochmal ganz speziell, weil ich schon viele Fragen gehört habe zum Battle of the Users Channel of the Year 2017, noch ein paar kleine Infos für euch. Also würde ich euch bitten, bis zum Schluss dran zu bleiben, mega wichtig. Worum es genau geht und warum mich die YouTube-Jungs so krass nervt, seht ihr gleich. So, was mich an der YouTube-Jugend heute so aufregt, ist Folgendes. Und zwar, wir erinnern uns, ich habe ein Video darüber gemacht, zwecks Kinderkrebshilfe, da mache ich mit. Da ging es darum, dass ein YouTube-Kollege, der ABF Stelzer, hat eine Charity-Aktion geplant. Der ist ja so ein Autopflege-Profi und der hat praktisch mit sämtlichen Sponsoren durch die Gegend gejungelt und hat Preise ausgehandelt, der hat was zugeschickt bekommen und die verlost er dann praktisch. Und das, was dann bei der Verlosung praktisch zustande kommt an Patte, Knete, Moneten, ihr wisst nicht, wie ihr das heute nennt und so, die gehen dann direkt an die Kinderkrebshilfe. Ich habe gesagt, ich mache da mit, man kann mir direkt donation, also wenn man mich unterstützen will und die Kinderkrebshilfe, weil 30% davon bis zum 23., was übrigens morgen ist, so lange geht die Aktion, da gehen die 30% hin. Ich habe aber auch das Donation-Konto für die Charity-Aktion speziell, also die, die auch ihr Auto ein bisschen aufpolieren wollen, die da mitmachen wollen, vielleicht auch die Eltern von denen, die es anschauen, haben wir auch mal angesprochen, dass die da vielleicht mitmachen können und direkt spenden, wenn sie nicht mich unterstützen wollen, sondern einfach mal so zu Weihnachten für einen guten Zweck, nicht, man weiß es ja und so, einfach mal eine Spende raushauen. Wäre auf jeden Fall mega cool gewesen. So, wenn ich jetzt mal auf meine Aufrufezahlen gucke von dem Ganzen, ich habe ganze 78 Aufrufe auf diesem Video. So, jetzt schauen wir uns doch mal gerade meine Abonnentenzahl an. Richtig, 509 Abonnenten. So, und davon 78 Leute haben mein Video angeschaut. Ich weiß nicht, ob es an dem Titel einfach liegt, Kinderkrebshilfe, weiß man jetzt nicht. So, ich habe mir jetzt dazu was überlegt, um euch das mal zu verdeutlichen, was meine Meinung ist zur heutigen YouTube-Verfassung. Und nehmen dazu Stellung, also machen eine Stellungnahme dazu. Folgendermaßen, wenn wir damals sowas gesehen haben, sollte das Ganze so aussehen. Ah, schauen wir mal, was auf YouTube so Neues gibt. Nicht Kinderkrebshilfe. Oh, das hört sich aber, ne? Schauen wir doch mal. Vielleicht wird's ja lustig. Alles. Tja, was soll man noch dazu sagen? Heute sieht es meiner Meinung nach leider so aus. Alter, kicken wir mal, was bei YouTube so abgeht, wa? Boah, Alter, nice. Wenn du ein Video hochgeladen. Fresh, Junge. Kinderkrebshilfe. Erste Wette, naja, vielleicht wird's ja lustig, wa? Alter, Walla, das interessiert mich so. Kleine Kinder, Alter, kranke Kinder, was ist los? Ey, was gibt's noch so, Alter? Ich guck mal in die Trends. Alter, geil! 200 Euro Arschern fassen, nice! Alter, Popcorn hier, was ist los? Alter, geil, mehr! Kann man da spenden?
Ja, vielleicht ist Badis jetzt ein bisschen überspitzt, ja. Und vielleicht auch ein bisschen lustig, ja. Aber das bitte ernst! Ja, nee, wie soll ich das jetzt erklären? Es kommt mir einfach so vor, weil jedes Mal, wenn sowas Wichtiges kommt, wie eine richtig krasse Spendenaktion, es sei denn, Kronk macht diesen Stream, ja, weil da geht's ja immer richtig ab. Aber wenn so kleine No-Names wie ich in der APF stellt, da wird das immer überhaupt nicht gewürdigt. Überhaupt nicht gewürdigt. Wenn ich jetzt mal auf, ja, auf die Klicks von meinem Video schaue, das sind 78 Aufrufe und auf meine Abozahl, da müsste euch jedem auffallen, da gibt's kleine Differenz. Versteht ihr, was ich meine? Da kann man doch einfach mal, ne, wenn ich jetzt aufrufe, hey, hier spendet nur mir, ich gebe 3% der Kinderkasse, ja. Nee, ich habe gesagt, extra 30%, davon gehen 30%, die mich unterstützen wollen, aber auch was für die Kinderkrise, so für einen guten Zweck, ne, Weihnachten, Nächstenliebe, versteht ihr? Und auch nochmal die Seite für die etwas Älteren, die vielleicht schon Auto fahren, die eine Aufpolitur brauchen und da einfach mal mitmachen wollen und vielleicht auch mal was für einen guten Zweck und so, nicht, versteht ihr? Zu Weihnachten, verfickt was los. Ja, ich meine, ich verstehe das, viele von den Jugendlichen haben auch kein Geld, von meiner Community und so. Leute, ihr habt, also von meiner Community haben wenigstens mal einen Kommentar drunter geschrieben, versteht ihr? Und haben gesagt, boah, geile Aktion oder so und hab's auf Twitter weitergeleitet und mein Herzchen da gelassen, versteht ihr? Einfach mal so ein bisschen Anteilnahme, so, aber wenn dann mal wirklich so ein Assi-Content hochgeladen wird, ja, teilweise, die haben Millionen von Aufrufen oder okay, sagen wir mal 100.000 bei dem größten Assi, den es überhaupt gibt, weiß ich jetzt nicht, ja, da werden die Spenden rausgehauen, da siehst du im Chat nur noch, wie es abgeht, hat gespendet, hier bling bling im Bildschirm und so, und bei sowas, wo es wirklich wichtig geht, ist, da geht's um krebskranke Kinder, die brauchen Hilfe, und ich finde das einfach mega wichtig, und der Benne natürlich auch, also APF, dass gerade in die Krebsforschung da ein bisschen was gemacht werden muss für die Leute. Ich habe viele in meinem Umkreis, die sind an Krebs erkrankt, deswegen finde ich das auch so mega wichtig, ja, mich könnt ihr auch noch treffen oder euch oder so oder keine Ahnung, und ihr werdet dann auch froh, wenn da ein bisschen was reingesteckt werden würde. Der Benne hat sich ja gedacht, er macht das jetzt jedes Jahr, so eine Aktion, nicht, das geht jetzt noch bis zum 23., das ist morgen. Nicht, also es hat mich halt ein bisschen geärgert, ja, viele von euch, wie schon gesagt, die haben kein Geld, die können aber ihren Eltern mal Bescheid sagen, können sagen, hier, pass mal auf, ist für einen geilen Zweck, ja, ne? Ihr haut doch die Paysafe-Karten auch teilweise raus für irgendeine Grütze im Internet, ja, die ihr euch anschaut, um den größten Assi-YouTuber, der eh schon jede Menge YouTube-Money hat, dann nochmal mehr zu unterstützen. Hallo, was ist denn los hier mit euch? Also natürlich jetzt nicht die, die mitgemacht haben, aber die, die es wissen oder die anderen, die es jetzt zuschauen, krass, oder? Also, ne? Denkt einfach mal drüber nach, das soll es auch schon gewesen sein, ne? Wir sind natürlich immer noch die fettesten Homies, Avengers und so, ihr wisst schon Bescheid. Und jetzt kommen noch ein paar kleine Infos, wichtige Infos für den Battle of the Users Channel of the Year. So, jetzt kommen wir nochmal zu der wichtigen Infos oder zu wichtigen Infos zu dem Battle of the Users Channel of the Year. Ich wurde ganz, ganz oft gefragt, ja, was soll man da für ein Video machen? Soll das ein normales Video werden? Soll man es ein bisschen vorstellen? Nee, der Arm halt. Nee, es soll einfach ein stinkendes Video werden, was euch so repräsentiert, euren Content, was ihr so macht. Versteht ihr? Natürlich kann es auch ein spezielles Video werden. Einfach mal, wo ihr so richtig viel Energie und alles, was ihr an Technik nur habt, so habt und was ihr in eurem Brain so gespeichert habt, einfach mal, ja, da einfach mal, Leute, ein bisschen euer Köpfchen anstrengen, einfach mal ein Video raushauen, dass wir halt auch ein paar mehr Videos haben, nicht für den Abend, sonst wird es halt mega kurz. So, wir haben jetzt noch viele Probleme, und zwar das mit dem Hashtag COTJ, das können wir leider vergessen. Wenn man nämlich bei der YouTube-Suche eingibt, Hashtag COTJ, habe ich mir so gedacht, dass man dann halt die Videos von euch sieht, so ist es aber nicht. Man sieht 1030 Videos oder so, aber das, also nicht das, was ich brauche. Und das wäre halt mega wichtig, dass wir das rausfinden können, sonst wird es ein bisschen eigenartig. Folgendes, ich habe mir dazu überlegt, einfach unter diesem Video, also nicht unter dem nächsten oder das, was davor war, sondern einfach unter diesem Video einfach schreiben, ich habe ein Video gemacht oder Hashtag COTJ, bla bla, dann wissen wir, ihr habt ein Video gemacht, weil ich habe ja auch nicht alle abonniert, ne? Kann ich ja nicht wissen. Die neu zu Honeyteam dazugekommen sind, die kenne ich noch gar nicht, und vielleicht auch andere, die ich noch gar nicht kenne. Also, wie schon gesagt, hier unten reinschreiben. Oder ihr besucht mich einfach auf Twitter, einfach mal reinschauen, Hashtag COTJ, also eine Nachricht schreiben oder so. Ihr müsst mir nicht mehr folgen, einfach nur eine Nachricht schreiben, und dann weiß ich Bescheid, dass ihr ein Video gemacht habt, und dann können wir das dann an dem Abend praktisch, dann geht das ein bisschen schneller von der Bühne. So, jetzt kommen wir noch zum Ablaufplan von dem Ganzen. Folgendermaßen läuft es ab, und zwar in diesem Livestream werden eure Videos komplett
gezeigt. Also in der kompletten Länge, deswegen habe ich gesagt, zwischen 7 und 10 Minuten, was ich lieber nicht getan hätte, weil jetzt bräuchten wir halt auch längere Videos, weil aufgrund dessen, dass wir so wenige Videos haben, wäre es halt nicht angenehm. Aber nein, wir lassen das bei 7 bis 10 Minuten. Falls wir noch ein paar mehr haben, dass es dann nicht ganz so lange dauert und wir da halt auch dementsprechend agieren und handeln können. So, am Schluss von der Sendung haben wir dann da oben, also während der Sendung haben wir da oben in der Infokarte haben wir so eine kleine Abstimmung, da werden dann diese ganzen Namen reingeschrieben, jeder, der ein Video gemacht hat, wer sich beworben hat, und dann können die Zuschauer von diesem Stream einfach mitentscheiden, welches Video, also nicht mit, sondern unter anderem, wir haben, also ich und der Honey, wir haben da gar keinen Einfluss darauf, ihr entscheidet dann, wer Channel of the Year Battle of the Users wird. Ich meine, es geht um Bronze-Button, verfickt nochmal. Ich hätte auch ultra gern so ein, ja, wenn ich jetzt mal so danach denke, es kann nicht jeder YouTuber von sich bauen, also kleiner zumindest, also er hat hinten im Schrank mal eben einen Bronze-YouTube-Button stehen, hängen, liegen, wie auch immer. Also ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Ich habe ja damals aufgrund, also damals schon die ganze Zeit, habe ich mir überlegt, aufgrund dessen, dass wir so wenig Videos machen, dass ich dann auch ein Video mache. Aber da kommt dann wahrscheinlich wieder so ein Shitstorm und sagt, ey, jetzt zieht das auf, jetzt wollen wir nur einen Preis abstauben. Nee, das wollen wir ja nicht. Es geht ja um euch und ich habe ja auch schon gesagt, ihr stimmt ja ab. Also es ist ja unabhängig davon. Ne? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es ist unabhängig davon, was ich mache, was ich möchte, sondern ihr entscheidet es ja, wer diesen Preis mit nach Hause nimmt. Und wenn wir dann, also, ne? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, ob ich und Honey mitmachen dürfen, ob wir da ein Video machen. Und wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung, ja? Dann mache ich den Livestream. Ich meine, ich habe ja auch was davon. Wir haben jede Menge Spaß an diesem Abend und wir können dann diesen Preis verleihen und das wird mega Sahne, Alter, mein lieber Roy. Nicht? Und wir wollten einfach mal mit dieser Aktion, gerade weil es ja für die HoneyTeam.net User sind, wollten wir einfach mal zeigen oder beziehungsweise das Beste aus sich rausholen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende hat mir der Schütze, der hat ein neues Video hochgeladen, das COTJ 2.0. Sensationell, hat mich megamäßig überrascht, das war sowas von geil, ich habe mich sowas von weggeballert, also richtig, richtig nice. Der B-Tech hat zum Beispiel gesagt, er macht ein Video und schränkt jetzt seine Streams und Videos ein dafür, hat gesagt, er kann nur noch zwei Streams machen bis dahin und macht vielleicht noch ein Video und hat dann halt angekündigt, dass er ein ultra geiles, geheimes Video nur für diesen Termin macht, also mega, mega gut. Nucky Cheap habt ihr schon gesehen, die hat ja auch Fragen angestellt, der Jan oder so ähnlich, der hat auch eine Anfrage gestellt, also wir können hoffentlich mit Videos von euch noch hoffen und rechnen, ja, wäre auf jeden Fall mega geil. So, normal sind jetzt alle Fragen soweit geklärt, denke ich jetzt mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Macht bitte mit, schreibt in dieses Video, also nicht ins nächste oder das, was davor war, sondern in dieses. Hashtag COTJ, ich habe ein Video gemacht. Oder macht gleich den Link da rein, ja, dass ich weiß, okay, da gehe ich hin. Kein Thema, kriegen wir hin. So, oder wie halt auch schon gesagt, bei Twitter dann dementsprechend dann natürlich auch Hashtag COTJ und entweder Kanallink oder weiß Geier, scheiß, naja, also irgendwie sowas. Und ja, ich mache jetzt hier fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. That's what we do. We do it for you, also ich und Honey. Und wir sehen uns dann hoffentlich am 30.12.2017 zum Battle of the Users Channel of the Year. Vielen Dank. In diesem Sinne, see you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus. Ira. Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.